Jetzt freut es mich sehr, unseren Gastgeber zu begrüßen. Nach diesem Eintauchen in die ganzen Linked-Data-Anwendungen und Public Health werden wir jetzt noch mal sehen, was läuft denn bei der Bundesverwaltung in diesem Bereich, und zwar ganz konkret im Bereich Lindas. Lindas kennen alle hier, weil sonst wären sie wahrscheinlich nicht da. Die Plattform Linked Data Service des Bundes, angesiedelt beim Bundesarchiv. Und eben dort zuständig ist Stefan Kwasnica und mit weiteren Leuten natürlich. Du wirst uns einen interessanten Rückblick geben, quasi nochmal so ein bisschen Wrap-up. Von wo kommen wir? Warum gibt es das überhaupt? Was ist der Mehrwert auch für Linked Data? Wir haben heute Morgen gesehen, im Gesundheitsbereich macht das absolut Sinn, eben weil so viel Komplexität, so viel Nicht-Interoperabilität irgendwie dargestellt werden muss. Und was kann da die Bundesverwaltung auch nutzen davon? Und du wirst uns vor allem auch zeigen, was das Zielbild ist. Also wohin geht es? Auch diese Zusammenführung I14Y, das Thema mit Lindas Next, das schon angesprochen wurde von Philipp Künzler. Also von dem her zeigst du uns auch, wohin der Weg geht. Kurz zu Stefan Kwasnica, er ist Historiker ursprünglich, aber hat sich dann weitergebildet im Bereich der Informatik, ist Programmierausbildung besucht und auch an der HSG eine Ausbildung zu IT Business Management. Also du bist quasi in diesen digitale Welt voll drin und wirst uns jetzt eben auch zeigen, wo es da weitergeht. Vielen Dank, dass du da bist. Ich bin sehr gespannt. Danke, Matthias. Vielen Dank. Hallo auch von meiner Seite. Ich habe in mein kleines Referat in die Präsentation, wo wir jetzt auch die Flughöhe etwas wechseln werden, das Wort Vision und Bundesverwaltung eingefügt. Wenn beides in einem Titel vorkommen, muss man immer skeptisch sein. Vision, da gibt es ja auch das Zitat von Jonathan Swift, das ist ein irischer Schriftsteller, der eben gesagt hat, Vision, das ist die Kunst, das Unsichtbare zu sehen, und er hat das ironisch gemeint. Und deshalb habe ich dann auch gleich Zielbild hinten angefügt, das tönt etwas geerdeter und konkreter, und das soll ja auch dann eine Vorstellung geben, wohin die Reise geht. Und dass es eben auch darum immer geht, dass wir und Sie alle auch immer auch die Kernziele von Linked Data, aber auch von Lindas gut vermitteln können. Und wie möchte ich das tun? Du hast es schon zusammengefasst für mich eigentlich, Matthias, genau. Etwas zu Lindas sagen, dann aber auch kurz aufzeigen, warum ich hier überhaupt stehe, warum wir als Archiv uns dafür interessieren und eben auch in diese Datenseite investiert haben, weshalb, einen Aspekt anspreche, dann auch von der Graswurzelbewegung zur Institutionalisierung, dort wo wir heute stehen, der nächste Schritt, den wir gehen müssen, auch aufzeigen, dass Lindas eben kein Top-Down-Ansatz ist, sondern ein Bottom-Up-Vorhaben, wenn Sie so wollen, nämlich dass wir alle, die hier sitzen oder die meisten von uns, Lösungen für Probleme, konkrete Probleme gesucht haben und dann zu Linked Data gekommen sind und das so gewachsen ist. Dass nun hier aber der nächste Professionalisierungsschritt ansteht und letztlich dann etwas zur Zusammenarbeit, Open Data, Interoperabilitätsplattform und ein Abschluss mit den Stoßrichtungen. Sie wissen vielleicht, dass Lindas eben eine Infrastruktur für das Datenökosystem in der Bundesverwaltung bildet. Es hilft eben zur Nutzung, zur Publikation, Entschuldigung, zur Verknüpfung und Nachnutzung von Daten und dient eben allen föderalen Ebenen. Das heißt, Lindas ist eine real existierende Infrastruktur. Es gibt sie heute schon. Es wird darauf gearbeitet. Sie bringt datenliefernde, datennutzende Institutionen zusammen. Und sie besteht heute aus 15 Ämtern, die diese Daten bei uns publizieren, 15 Bundesstellen. Dazu kommen noch Kantone, Gemeinden und bundesnahe Institutionen und Betriebe, die heute ihre Daten auf dieser Plattform veröffentlichen. Das ist also etwas, was es schon gibt, und es besteht aus diesen vier Schritten. Wir haben eine Transformation über einen Kube Creator, wo Sie eben Ihre, stellen Sie sich vor, tabellarischen Daten umwandeln, sie dann einspeisen in diesen Triple Store, die Speicherung ermöglichen. Es gibt ein Produkt, das entwickelt wurde vom Bundesamt von BAFU, Bundesamt für Umwelt, das diese Daten dann visualisiert und letztlich so dann können alle diese Daten einer Nutzung zugeführt werden. Also als Beispiel, Sie haben im BAFU Daten zum Wald in einer Tabelle. Sie speisen die eben ein, transformieren die in RDF
und speichern Sie im Lindas Triple Store und können Sie dann nachnutzen, zum Beispiel, ich habe mir aufgeschrieben, im digitalen Jahrbuch des Waldes und Sie dort dann auch weiter nutzen, Sie aber dann vor allem vernetzen. Heute haben wir, Ende Jahr hatten wir 650 Millionen Triples, mittlerweile haben wir auf dem Abnahmesystem und ich glaube etwas unter 300 Millionen in der Produktion. Das bildet hier die drei Systeme, Test, Initialisierung und Produktion ab. Und wir sind mittlerweile bei über 320 Millionen auf der Produktion und 1 Milliarde auf der Abnahmeumgebung, 1 Milliarde Triples, die uns, die hier gespeichert sind. Als Beispiele, vielleicht kennen Sie die, Sie haben diverse Beispiele in der Umsetzung, also in der Nutzung der Daten, die aus Lindas herauskommen, nämlich einerseits die Strompreise in Echtzeit vom ElCom publiziert, also wenn Sie sich unglücklich machen wollen, können Sie nachher nach Hause gehen und schauen, was gerade der Preis in Ihrer Heimatgemeinde ist. Das wird in Echtzeit publiziert. Dann haben wir die Flugbewegungen jährlich, das ist schon ein etwas anderer Zeitraum in der Schweiz, also welche Luftfahrzeuge habe ich gelernt, mehr als 8 Tonnen werden aktuell bewegt, welche Helikopter fliegen, welche Segelflugzeuge fliegen jährlich von allen Flugplätzen in der Schweiz, das wird auch ständig aktualisiert oder dann ganz rechts noch mit der längeren Perspektive die Gemeindefusionen, da gibt es ja auch immer mehr, aber die nachgebildet werden über ein Beispiel, das ich hier ganz rechts sehen. Beim Beispiel beim Batzel hier zu den Flugbewegungen ist es eben so, dass die Daten aus dem BFS kommen, das sind Statistiken, die existieren, in Linked Data umgewandelt werden, nachher vom Batzel benutzt werden, abgesaugt werden und in diesem Tool Visualizer dann so aufbereitet werden, dass sie auf der Webseite des Batzel eben zur Verfügung steht. Und da haben Sie eben das Beispiel, dass Lindas dazu dient, individuelle Anforderungen und Lösungen eben zu ermöglichen, aber mit einem Mehrwert für alle und auf einer bestehenden Infrastruktur. Nun, warum stehe ich hier als Archivar? Ich weiß nicht, ob ich diese Bezeichnung überhaupt noch führen darf, aber digitaler Archivar zumindest. Ist es so, dass wir als Archive uns ja mit der Vergangenheit beschäftigen, sehr aber auch mit der Zukunft, also was heute produziert wird, um das auch heute zu speichern und natürlich der Gegenwart und auch der Zukunft, das heißt mit diesen drei Kategorien, die man oft vergisst, das heißt wir müssen wissen, was morgen entsteht, um es heute in unsere Systeme schon aufnehmen zu können, sie darauf vorzubereiten und da spielen die Informationswissenschaften für uns eine wesentliche Rolle und wir haben sie begleitet seit den 80er Jahren und da gab es ja zuerst, vielleicht erinnern sich die Jüngeren unter uns, diese analogen Träger, die wir noch hatten, also das Papier, aber es gab auch Magnetbänder, es gab andere Träger und dementsprechend war auch der Umgang mit Informationen, das heißt es war wenig zugänglich, es war wenig verfügbar, es war diese Gatekeeper-Funktion, die wir auch als Träger der Information hatten und dann kamen die neuen Datenträger in den 90er Jahren, wir hatten ich glaube dann irgendwann die USB-Sticks, ich weiß nicht, ob das noch in den 90er Jahren waren, auf jeden Fall die CDs, wir hatten Festplatten und damit hat sich auch die Zugänglichkeit und Veränderbarkeit der Daten, aber auch die Vernetzung der Daten verändert. In den 2000er Jahren bricht das dann ganz durch, indem diese Daten sich vernetzen lassen. Big Data kommt, die Cloud-Speicherung und das verändert nicht nur die Art, wie man mit den Daten arbeitet, sondern eben auch die Art, wie wir selber Informationen verstehen. Und das sehen wir auch in den Institutionen des Bundes. Das heißt, die Art, wie wir mit Informationen umgehen, die Bedeutung, die Informationen für unsere Institutionen haben, wird wichtiger. Es löst sich vom Träger und wird dann ganz wichtig in unserer heutigen Zeit. Und deshalb haben wir als Archive, die etwas in die Zukunft schauen, uns dann mit OGD beschäftigt, mit offenen Daten, die heute im BFS angesiedelt sind und hier eben diese Daten genutzt, weil wir den Nachvollzug des politischen Handelns, des Verwaltungshandelns abbilden wollen und den finden wir eben in den transaktionalen Daten, die wir haben mit im Bund, mit der Wirtschaft, mit dem Bürger, der Bund untereinander, die Ämter. Und das war unser Ansatz, weshalb wir dann von offenen Daten letztlich zu verlinkten und vernetzten Daten gekommen sind. Denn
In diesen verlinkten und vernetzten Daten lässt sich eben der Kontext feststellen von Verwaltungshandeln. Und wir haben mit dieser digitalen Transformation nicht nur die Möglichkeit, die analogen Prozesse in etwas Digitales zu übertragen, das machen ja viele, sondern den disruptiven Prozess zu nutzen, also eine neue Wertschöpfungskette zu erreichen. Und im Archiv bedeutet dieser Ansatz zum Beispiel Archiving by Design. Das heißt, die Archivierung ist nicht mehr das notwendige Übel, das am Schluss eines Prozesses, Verwaltungsprozesses steht, wo man noch sagt, ah, wir haben dann hier im Ecken haben wir noch einen Stapel Papier, könntet ihr den bitte übernehmen? Wir haben zwar keine Ahnung, was drin ist, aber bitte. Sondern er wird im Moment der Entstehung der Daten selbst gedacht. Und hier kommt eben Linked Data für uns ins Spiel, weil über die Transformation in diese Daten und die Definition von Konzepten ist es uns möglich, im Entstehungszeitpunkt der Daten auch ihren semantischen Gehalt mitzuerhalten und damit die Archivierung mitzudenken. Und zusätzlich nutzen wir diese Technologie, um unsere Aufgabe zu lösen und sind aber gleichzeitig davon überzeugt, dass sie für alle anderen Partner es ermöglicht, dass sie ihre Aufgabe lösen. Und da sage ich auch gleich nochmal etwas dazu. Und dieses Beispiel zeigt, dass wir aus einer Graswurzelbewegung kommen. Und der nächste Schritt ist eben hin zu einer Institutionalisierung. Ursprünglich eine Bottom-up-Initiative, das gibt es nicht oft. Oftmals wird ein System mit drei Buchstaben gekauft und dann heißt es, macht mal etwas damit. Und heute stellt man immer öfter fest, dass wir alle Lösungen suchen, um unsere individuellen Probleme zu lösen. Aber dass wir gerade im Bereich der Kooperation im Bund, sage ich jetzt einmal, noch Spielraum haben und gerade unter dem Kontext und im Kontext der knapper werdenden Ressourcen ist das heute wirklich ein zentrales Thema, das man auch entsprechend anbringen muss und sollte, dass es in diesem Bereich weitreichende Synergien gibt für alle Beteiligten. Alle investieren etwas, damit sie aber dann einen größeren Nutzen haben. Das BAFU hat Visualize entwickelt, nutzt aber die Lindas-Infrastruktur. Andere haben andere Dinge entwickelt und stellen die zur Verfügung. Und wir haben eben diese alte Welt, die wir alle kennen, wo wir unsere proprietären Systeme haben, die uns auch regelmäßig immer wieder neu verkauft werden. Und dann müssen wir sie aber miteinander verknüpfen, um gewisse Aufgaben gemeinsam erledigen zu können. Und da sehen Sie hier schematisch dargestellt diese Pfeile, wo wir uns dann die individuellen Schnittstellen bauen. Die müssen gewartet werden, die müssen erneuert werden, die müssen jedes Mal neu gekauft werden, entwickelt, gepflegt. Manchmal funktionieren sie, dann merkt man, sie funktionieren nicht, sie sind eindirektional und so weiter, sie sind teuer. Sie sind komplex und sie kosten uns alle viel Geld. Und die Lösung, wir wissen es, ist eben, dass wir alle etwas investieren, um einen gemeinsamen Datenraum zu erzeugen. Dieses Datenökosystem, das heute schon in vielen Berichten vorkommt, das uns eben dann ermöglicht, diese Daten zu nutzen oder Anwendungen zu entwickeln, die auf diese Daten zurückgreifen. So viel dazu. Ich denke, es ist ein wichtiger Punkt, den wir heute auch immer wieder anbringen müssen, gerade wenn wir von der Institutionalisierung sprechen, denn ich bin in vielen Gesprächen, wo ich innerhalb von 5 Minuten erklären muss, warum wir jetzt nicht die Oracle-Datenbank kaufen, sondern in so etwas gehen. Warum soll ich unter Spardruck jetzt noch 100.000 Franken darin investieren, dass jemand anderes auch etwas davon hat? Und da ist es wirklich zentral, dass wir aufzeigen können, dass wir die Probleme, wie wir sie vorher bei der Archivierung gesehen haben, so groß sind oder in anderen Bereichen der Gesundheit, dass es nicht mehr reicht, alleine unterwegs zu sein, sondern im Bund die Ämter an sich, das Bundesarchiv sicher, aber alle anderen Ämter auch, viel zu klein sind, um diese Herausforderungen alleine zu lösen. Und deshalb ist Linked Data in diesem Bereich die Lösung. Nun, auf diesem Hintergrund kommt es jetzt zu weiterer Zusammenarbeit in diesem Bereich. Wie Philipp Künstler vorher schon angetönt hat, arbeiten wir mit dem Bundesamt für Statistik und dem Bundesamt für Umwelt aktuell an einer neuen Ausschreibung, die bald kommen wird, wo es darum geht, die nächste Generation der Lindas-Systeme einzuführen, so im Rahmen von 2026. Und in diesem Zusammenhang kommen die Punkte, die ich jetzt gesagt habe, eben dann in diese neuen Systeme, die uns dann helfen,
die weiteren Herausforderungen skalierbar zu bewältigen. Ein wichtiger Punkt ist dabei, dass Open Data Swiss seine Metadaten in Lindas überträgt und sie in Linked Data zur Verfügung stellt. Open Data Swiss ist heute auch im Raum, kann gerne nachher auch Fragen direkt beantworten. Genau, aber hier haben wir eine Zusammenarbeit und Open Data folgt damit auch dem europäischen Modell, das die offenen Daten, die Metadaten zu den offenen Daten in Linked Data zur Verfügung stellt und wird das auch tun, weil es ermöglicht in einem nächsten Schritt oder in einer gewissen Gleichzeitigkeit, dass ein dezentraler Ansatz bei den offenen Daten verfolgt wird, sodass Gemeinden, Kommunen, Kantone, Bundesstellen ihre offenen Daten hier auch einspeisen können und das dezentral tun können. Und das ist stark verankert im aktuellen Masterplan von OGD, der, ich glaube, bis 2027 reicht und jetzt dann dieses nächstes Jahr umgesetzt wird mit dem Ziel, das Produktiv 26 zu haben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Zusammenarbeit von Lindas und der Interoperabilitätsplattform. Sie kennen vielleicht das MBAG-Gesetz und die Verordnung, die vor kurzem dazu erarbeitet wurde. Das Gesetz ist das Gesetz zum Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben. Da muss man immer atmen dazwischen, sonst bringt man den ganzen Titel nicht in einen Satz. Das ist ein sehr sperriges Gesetz, aber es verlangt hauptsächlich, dass man Interoperabilitätsplattformen nutzt oder dass es überhaupt Datenplattformen gibt und das auch verlangt. Also das in diesem Gesetz verankert und diese Interoperabilitätsplattform I14Y in der Abkürzung des BFS bildet hier einen Grundstein dieser Plattform, in dem es eben einen Datenkatalog zur Verfügung stellt und das Ziel hat, die Daten des Bundes zu harmonisieren. Und ich habe hier mal aufgeschrieben, es gibt ja für die Datenharmonisierung ein paar Voraussetzungen. Das heißt, man braucht sicher einen Ort, wo Masterdaten abgelegt sind. Man braucht ein flexibles Datenformat, man braucht ein Identifikationssystem und man braucht die Möglichkeit, Informationen zum Verständnis der Daten auch zu speichern. Und das alles bietet ja Lindas mit dem Datenformat eben RDF. Und hier ist die Idee, und der Plan eben auch, dass die Interoperabilitätsplattform die Lindas-Infrastruktur nutzt und ihre Daten hier in Linked Data einspeist bzw. nachnutzt, so wie wir es auch für OGD jetzt umsetzen werden. Dazu sind die Gespräche im Gang, jetzt werden auch Anforderungen erhoben, die dann in die entsprechenden Dokumente für die Ausschreibungen einfließen werden. Also nochmal, wenn wir auf die Infrastruktur der Zukunft von Lindas blicken, dann bilden wir dieses Datenökosystem, wir machen die Publikation, Vernutzung und Nachnutzung. Wir dienen allen föderalen Ebenen und dritten bundesnahen Institutionen und wir dienen eben auch diesen Plattformen wie Open Data Swiss und I14Y, wo ich jetzt gerade die Integration angesprochen habe. Damit das eben auch Realität wird, hier zum Schluss noch unsere Stoßrichtungen. Auf der einen Seite das Angebot, der Ausbau des Angebots konkret, den ich vorhin kurz angesprochen habe, mit einer Ablösung der alten Infrastruktur und einer Einführung bis 2026, damit wir hier auch mit den entsprechenden Mengen umgehen können. Ein wichtiges Thema ist natürlich hier auch die ganze Governance-Geschichte in der Bundesverwaltung. Hier sind wir auch im Gespräch mit der federführenden Bundeskanzlei DTI. Zur Federführung und Datengovernance sagt Herr Karren dann auch im Anschluss gleich etwas. Für uns zentral ist das, was wir vorher auch im Gesundheitsbereich gehört haben, ein Konzept zu erarbeiten, zu haben und wenn möglich dann auch umzusetzen für die schützenswerten Daten. Und das Anstreben einer zentralen Finanzierung im Bund in diesem Zeitraum. Hier ist zu sagen, aktuell wird das durch die Datenproduzenten finanziert, die hier ihre Daten einspeisen in unterschiedlichen Modellen, abhängig von ihrer Größe. Aber natürlich, wie so immer, sollte man Kosten ja nicht nur auf die Early Adopters verlagern und die, die als erste quasi diese Infrastrukturen nutzen, sondern das gemeinschaftlich tragen, gerade wenn in Zeiten, wo die Mittel knapper werden,
Synergiepotenzial genutzt wird, dann ist das sicher ein wichtiger Aspekt. In diesem Zusammenhang gibt es ja auch den Spruch von, ich weiß nicht, ob Sie Else Lasker-Schüler kennen, die Dadaistin aus Zürich, schon lange tot, aber sie hat mal gesagt, Erfahrung ist der Tod der Fantasie. Und in diesem Zusammenhang haben wir schon ein paar Erfahrungen gemacht, die uns positiv stimmen und wo wir wissen, dass, dass wir heute hier breit unterstützt werden und dass niemand grundsätzlich an Data zweifelt und wir an diesen Stoßrichtungen jetzt weiterarbeiten. Vielen Dank und danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Stefan, für diesen Überblick. Ich hoffe, trotzdem können wir noch ein bisschen Fantasie walten lassen, wenn jetzt mindestens ein paar Fragen gesucht werden. Ich starte mal mit meiner ersten Frage. Eben, du hast ja diese Finanzierungsthematik angesprochen. Was kannst du noch dazu sagen? Eben, was sind da für Pläne? Also, wer soll welche Kosten tragen? Oder was sind so die Anreizsysteme? Wie könnt ihr andere Verwaltungsstellen, insbesondere Bundesverwaltungsstellen, Was nutzt es Ihnen, wenn Sie da mitmachen? Also es waren jetzt verschiedene Fragen. Vielleicht zur Finanzierung. Was man heute ja sieht auch und wo wir die Erfahrung machen, ist, dass wir zunehmend zu zentralen Modellen kommen, wo Dienstleistungen zentral erbracht werden. Wir aktuell führen wir ein Vorhaben durch, wo wir mit dem Papier aufräumen in der Bundesverwaltung. Das heißt, bis 2028 muss das Papier, das gewisse noch bei sich versteckt haben, abgegeben werden. Und das holen wir dann entsprechend ab. Und da sind auch neue Modelle, wo man eben jeder etwas abgibt von seinem Budget, dann aber Zentraldienstleister diese Aufgaben erbringen oder auch unterstützen im Vordergrund. Und wir sehen jetzt auch solche Bestrebungen im Umfeld von digitalen Systemen, die flächendeckend, da meine ich nicht jetzt Lindas, sondern andere Geschäftsverwaltungssysteme flächendeckend im Bund eingesetzt werden, wo man auch diesen Weg eingeht und aktuell führen wir eben auch Gespräche, und da sind wir offen, um Lindas partnerschaftlich zu führen in Gemeinschaft mit anderen und die Mittel dort zu gewinnen. Im Moment investieren wir in den Betrieb und wir haben eine Solidargemeinschaft, sage ich mal, die hier einzahlt, mehr rausholt, als sie einzahlt und ich denke aber, das ist das Modell für die Zukunft. Sehr spannend, vielen Dank für diesen Einblick. Jetzt die Frage in die Runde, was gibt es für weitere Themen, die Sie interessieren? Abgesehen von den Finanzen, ist ja nur ein Mittel zum Zweck, die Finanzen, eigentlich haben wir ja größere Bestimmungen vor uns. Genau. Alles klar. Moment schon. Die Anwendungsfälle von diesen offenen Daten, das heißt, wir haben da ein bisschen gesehen, was es die Fluglinien und so, was ist da noch was gibt es noch für Use Cases hier? Ja, es gibt natürlich im Umweltbereich verschiedenste Use Cases, dann gibt es aber auch Use Cases, wo auch mit externen Daten verknüpft wird. Das Ziel ist ja eben bei solchen Infrastrukturen zu Linkdaten auch andere anzubinden. Also wir haben im Linked-Data-Bereich die Verknüpfung mit Geodaten zum Beispiel. Hier gibt es verschiedene Anwendungen und die Nachnutzung natürlich von vorhandenen Konzepten. Ich denke, das ist gerade, wenn wir noch etwas in die Zukunft blicken, bei einer Interoperabilitätsplattform oder anderen Plattformen, der Mehrwert, dass man eben gerade, wenn man eine Datenharmonisierung anstrebt, nachher vorgibt, ja, wenn ihr dann alle die gleichen Kantonsbezeichnungen benutzt, dann benutzt doch bitte einfach einmal dieses Konzept zu den Kantonen oder bei den Gemeinden das Gleiche und da gibt es jetzt eine ganze Liste. Da schaue ich auch etwas zu den Stammdaten des Bundes, die sitzen heute hier auch personifiziert im Plenum. Die Stammdaten? Zum Potenzial. Da hinten sind die Stammdaten, ganz genau. Hinten, Daniel Keller, genau, hallo. So viel zur Anonymität, genau. Und für Stammdaten kann man sich nachher an ihn wenden. Aber da gibt es verschiedene Anwendungsfälle. Ich weiß nicht, ob Claudio, du noch etwas hättest Spannendes, was man gerade erwähnen könnte. Sonst kann man, Claudio, kannst du, ja. Wo ist der Claudio? Ja, nimm doch schnell das Mikro. Genau. Ja, es gibt sicher die... Vielleicht noch ein, wer bist du, Claudio? Ich bin Claudio Di Gallo, ich bin der Applikationsverantwortliche für Lindas. Das heißt, ich bin im Betrieb operativ. Was ich sagen würde, ist CFIX
es gibt, also das ist der zentrale Firmenindex, das sind alle Firmen in der Schweiz mit ihren mit Identifikationsnummern, das sind auch so Stammdaten und wo sie registriert sind. Wir haben, dann gibt es zum Beispiel, was ich sehr interessant finde, sind Plazi, das sind taxonomische Daten für alle möglichen Lebewesen und was für verschiedene Namen die sie haben. Das sind irgendwie über 50 Millionen Triples von ganz unterschiedlichen Zeitepochen auch. Also man sieht hier schon, wir haben, die Idee ist, dass man das natürlich verbinden kann mit dem BAFU selbst. Wir haben dann das BLW, das werden wir sicher noch sehen, das sind Milchpreisdaten. Dann gibt es die Veterinär, das BLV hat Tierkrankheiten. Also man sieht, die Dinge hängen so ein bisschen zusammen, aber wir haben aus allen möglichen Bereichen kommen Daten hier zusammen. Super, ganz vielen Dank. Also von dem her, Claudio ist die Datenbank in personifizierter Form, wie du gesagt hast. Ja? Ja. Sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, wenn sonst keine Fragen mehr sind, nochmal einen Applaus für Stefan. Applaus